Am 7. Dezember 1972 betrat der Mensch zum letzten Mal den Mond. Mission Apollo 17. Jetzt treten drei Deutsche privat die historische Reise an. Es ist die erste Mondmission seit 45 Jahren. Gesteuert aus Berlin-Marzahn. Kommandozentrale PT Scientists. Meine Vision für eine Raumfahrt von morgen ist eine Raumfahrt, wo jeder von uns teilhaben kann. Die Menschheit ins All zu bringen, dafür ist der Mond ein super Sprungbrett. Also unsere Mondmission erfolgt in sehr einfachen Schritten. Also Alina bringen wir mit einer Rakete ins All, so eine handelsübliche. Von dort aus wird sie ausgesetzt, fliegt dann um die Erde herum, holt ein bisschen Schwung und fliegt damit rüber 400.000 Kilometer zum Mond. Das Ganze dauert 3 Tage. Dieses Projekt habe ich in meiner Freizeit quasi mit Freunden und Bekannten losgetreten. Als Wissenschaftler und Ingenieure, die aber nicht die Jungs von der NASA mit ihren weißen Kitteln im Labor sind, sondern als Outsider quasi. Und wir wollen jetzt eine Mission zum Mond auf die Beine stellen. Und wenn wir das jetzt in einem Jahr dann ungefähr geschafft haben noch, dann haben wir als private Menschen es geschafft, eine Raumfahrtmission auf die Beine zu stellen. Was ihr hier seht, das sind die 4 Treibstofftanks, gefüllt mit 1 Tonne Treibstoff. Das brauchen wir für die 400.000 Kilometer zum Mond. Das sind 4 Kommunikationsantennen, LTE-Antennen, mit denen wir auf dem Mond die Datenübertragung machen. Mit Vodafone arbeiten wir jetzt seit Anfang des Jahres zusammen. Wir wollen gemeinsam mit den Jungs das allererste Standard-LTE-Funknetz dort oben aufbauen. Das ist etwas, wenn man darüber nachdenkt, was eigentlich der Schlüssel für die Menschheit, für die Raumfahrt von morgen ist. Das musst du dir so vorstellen, dass wenn wir mit Alina in der Nähe von Apollo 17 landen und du dann irgendwann in 5 bis 10 Jahren da mal vorbeischaust, dann theoretisch dein Handyfon rausholen kannst, dich einloggen kannst und dann bei Facebook einloggen. Also im Rahmen unserer Mission haben wir viele spannende Experimente, die wir mitnehmen zum Mond. Wir haben das Wissen der Menschheit mit Wikipedia auf diesen kleinen Datenkristall gebannt. Das ist ein digitaler Speicher, da passen 360 Terabyte an Daten drauf. Und das ist ein Kristall, der so wie er hier ist, mehrere 100 Millionen, vielleicht Milliarden Jahre im Weltall überleben können. Also ich glaube, das Nerdigste an mir ist, dass ich auch heute noch fast alle Folgen von Star Trek, von allen Serien davon auswendig kenne. Also ich glaube, dass wir langsam zu dem Punkt kommen, dass wir als Menschheit erkennen, dass wir alle zusammenarbeiten müssen, um etwas Großes zu erreichen. Und das ist ja auch die Vision von Star Trek, alle zusammen ziehen an einem Strang, man hat eine Entität quasi, die gemeinsam arbeitet. Eine große Herausforderung für mich war, dass ich damals mit einer Hauptschulempfehlung gestartet bin. Durch viel Hilfe von Lehrern und meinen Eltern habe ich es geschafft, auf eine ganz gute Laufbahn zu kommen. Aber ich habe eine Sache mitgenommen, dass es wichtig ist, über das, was man von sich selber denkt, hinauszugehen, also seine eigenen Grenzen zu überschreiten. Und der Punkt ist, selber sich klarzumachen, dass es im Leben mehr gibt als das, was man heute hat. Also ihr seid nicht diejenigen, die ihr durch euren Job definiert seid, durch das, was ihr jetzt gerade tut. Ihr seid das und werdet dadurch definiert durch das, was ihr tun wollt. Dann könnt ihr auch eine Mission zum Mond, Mars oder wo auch immer ihr wollt stemmen.